Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Little Kitty Big City. So, wir haben uns mittlerweile mal geschafft, uns hier hoch zu kriegen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwas machen können. Ich hätte ja gerne mal die Katze gesehen. Aber ja, will sich wohl nicht zeigen. Okay. Muss ich gerade mal schauen. Können wir von hier oben noch irgendwo was sehen, wo wir hin müssen? Da oben ist der gelbe Fußball. Okay, an den müssen wir auf jeden Fall dran. Habe ich vorhin überhaupt nicht gesehen. Null, ne? Vielleicht sieht man auch von hier nicht. Na komm, jetzt aber hoppe. Ich finde die Katzengeräusche auch dabei so entspannend, ne? Aber wie komme ich da hoch? Ich habe echt gedacht, das war's schon, wenn man dann da hochgekommen ist. Tatsächlich. So. Check. Hier muss auch noch irgendwo ein Gullydeckel offen sein, der noch nicht sichtbar wurde. Ist die Frage, welcher das ist? Ja, der muss da an der Ecke liegen. So, wo habe ich mich jetzt hier raus? So, das ist die Richtung, ja. Und hier muss jetzt irgendwo ein Gullydeckel sein. Da vorne ist einer. Ah, nee, da. Jetzt haben wir auch keine Federn mehr. Okay, jetzt haben wir zumindest schon mal alle freigeschaltet. Das ist ja schon mal
Es ist ja schon mal was wert. Was haben wir denn eigentlich schon so als Mission? Ach, das Chamäleon müssen wir auch noch finden. Stimmt ja. Wo war denn das mit der Katze? Oh je, das finde ich nie wieder. Doch, das war hier. Nee, du hast ein Handy in der Hand. Ich brauche eine mit einem Bagel. Der hat gar nichts in der Hand. Das ist ein bisschen schwierig. So. Ach, das mit dem muss ich ja auch noch machen. Ich bräuchte halt erstmal einen Hund. Einen Hund. Ich bräuchte jemanden, der einen Bagel in der Hand hat. Oh ja, du. Stopp. Dich brauche ich. So, dann müssen wir jetzt einmal wieder zurück. Ist natürlich die Frage, wo zurück ist. Nee, da geht's hoch. Blödnudel, wegen der Gurga hast du dich jetzt erschreckt. Was hier? Ich hoffe, das war auch hier. Ich glaube aber schon. Huch. Nein, 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 nein. Nein, nein. Wieso buggt das denn jetzt? Was war denn das für eine Taste? Okay, das heißt, ich muss das Spiel neu laden und einen neuen Bagel suchen. So, die hohle Nuss hat sich jetzt hier beruhigt. Jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder einen Bagel suchen. Mensch, ausflippen.
Was hat die in der Hand? Handy. Nee, eine Trinkdose. Hast du da in der Hand? Sandwich? Du hast einen Bagel. Gib mir den. Nein, stopp. Heb ihn doch jetzt auf. Ach so. So. Warum ruft mich Helfer um diese Uhrzeit an? Hey, das ist doch die Essensglocke und ist etwa ein Bagel? Allerdings, ja, Platz da, ich komme. Der Platz für Nickerchen gehört jetzt mir. Aber falls du in Zukunft mal nicht so viel Glück hast, kenne ich einen Trick, wie man jederzeit und überall ein Nickerchen machen kann. Halte gedrückt, um es dir dort bequem zu machen. Seht ihr, dann haben wir jetzt das auch noch gleich gelöst. Sehr schön. Hoppala. So. Lass dich 20 mehr ver... Mache 100 Gegenstände kaputt. Oh. Münzenritter. 200 Blinkies. Ja gut, Gegenstände nur noch kaputt. Man, da fehlt noch einiges. Aber sonst sind wir noch eigentlich ziemlich gut dabei, würde ich mal sagen. So. Und der vor dem Gecko-Laden, um einen Showdown mit einem gelben Vögelchen vorzutäuschen. Das ist natürlich die Frage. Wo war dieser Laden? Ich glaube, da ist gelber Vogel. Oh nein, die Bosskatze hält Gecko in ihren Klauen gefangen. Sie ist das Ende unserer Heldenfigur. Ich bin die Bosskatze. Ich bereite dem Spaß ein Ende. Oh, das ist es böse. Danke, ich meine Mohaha. Gecko zack, Gecko bumm, Gecko krach. Du hast schon wieder verloren, Bosskatze. Was für ein glorreicher Sieg für Gecko. Warte nur, bis mein Bruder davon erfährt. Bosskatze, willst du eine Revanche? Klingt verlockend, ich bin gerade nicht im Dienst. Hallo, du fremdes Geschöpf, dem ich noch nie zuvor begegne. Bist du etwa die berühmte Bosskatze? Allerdings, mir ebenfalls völlig fremdes Tier. Ich bin die Bosskatze. Meine Schwester hat mir von eurem epischen Kampf erzählt. Schade, dass ich ihn nicht verpasst habe. Macht nichts, je weniger Zeugen, desto besser. Als Trostpreis bringe ich dir ein beruhigendes Emote bei.
Okay. Und jetzt muss ich mich wieder meinem Menschen zuwenden. Bevor er sich erholt hat, muss noch viel gekuschelt werden. Er hat mich gefreut, euch beide kennenzulernen. Viel Glück mit dem Menschen. Tschüss, Bosskatze. Gut, dann haben wir das jetzt auch schon mal erledigt. Das war doch easy, würde ich sagen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo der Hof ist. Ah, der ist da. Warte mal. Dann müssen wir jetzt erstmal reisen. Also geht das schneller. Wir müssen auf jeden Fall noch einen der Bälle finden. Irgendwo im Hof. Ach da. Gut. Das war einfach. Nein. Was hängt das da in dieser Rille drin? So. Also. So. Danke, kleine Kartoffel. Zur Belohnung gibt es ein offizielles kleines Kartoffelkostüm. Dann haben wir das auch. Wir müssen jetzt nur das Chamäleon finden. Und dann hier hoch. Ach, guck mal, hier oben haben wir so ein Bällchen dafür. So, es ist natürlich die Frage, wo ist das Chamäleon? Ich weiß schon gar nicht mehr das Rätsel. Ein Glasgefäß mit Leckerei. Nichts können für Menschen schöner sein, doch reicht ein Automat nicht aus? Mit Sechsen wird ein Spaß daraus. Was könnte damit gemeint sein?
Irgendwo, wo 6 Automaten stehen, vielleicht. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir erstmal die Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Lasst auf jeden Fall mal ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Tschüssi!